In der neuen Europäischen Kommission kümmert sich die Niederländerin Nelly Kroes jetzt um nichts anderes als um die digitale Agenda. Ihr Aktionsprogramm liegt nun seit Mai vor. Es umfasst 100 Maßnahmen, ein Drittel davon gesetzgeberischer Natur. 7 Ziele sollen damit erreicht werden. Von einem Online-Binnenmarkt über die Bekämpfung der Cyberkriminalität bis zur flächendeckenden Versorgung mit Breitbandkabeln. Im Parlament hat die Initiative offene Türen eingerannt, denn dort hatte man bereits einen Eigeninitiativbericht zur digitalen Agenda erarbeitet und nur wenige Wochen vor der Veröffentlichung des Kommissionspapiers angenommen. Was die Kommission nun vorschlägt, deckt sich grundsätzlich mit dem Anliegen des Parlaments, sagt die Berichterstatterin. In both cases, fighting, pushing, boosting, tackling, anything that is needed in order to fully develop the digital society has been calculated by the Commission that the full development of the digital single market will bring at least 20 billion euros immediately. We are now losing that amount. Das Aktionsprogramm für die digitale Agenda ist horizontal angelegt, betrifft also viele Politikbereiche, die dazu an einem Strang ziehen müssen. Die Forschung müsste den Abstand auf die wichtigsten Konkurrenten, allen voran den USA, aufholen, die derzeit doppelt so viel für die ICT-Forschung ausgeben. Die Innenpolitik ist gefordert, wenn es um die Sicherheit der Internetnutzung geht. Die Gesundheitspolitik soll durch sogenannte E-Health-Initiativen Kosten sparen. Eine entscheidende Voraussetzung ist die flächendeckende Versorgung mit Breitbandanschlüssen, die auch und gerade in ländlichen und Randgebieten erschwinglich sein muss. Overall, the digital agenda sounds very ambitious, which is very good. I like ambition. It's just that, of course, there's the money question. Where does it come from? Indeed, and how is this vision going to be integrated in all the big societal challenges? And does it indeed going to kickstart the green economy in times of recession and especially for small and medium enterprises? Europa hat sich viel vorgenommen, aber wohl auch, weil es keine Wahl hat. Die Kommissarin jedenfalls verspricht, ihre Funktion im Zusammenspiel der Institutionen zu erfüllen. We are promising that the coming months there will be a couple of directives, a couple of results of consultations, and we will be back to Parliament. Then we have to discuss. So a lot has to be done, and this will be a challenging term in office. Die ersten der insgesamt 31 geplanten legislativen Maßnahmen sollten den zuständigen parlamentarischen Ausschüssen also noch vor der Sommerpause vorliegen.